Wir binden im Jahr ca. 25.000 Kubikmeter ab. Das ist ungefähr jedes vierte Bauteil. Geht bei uns über die Abfundanlage drüber. Wir produzieren Brettschichtholz. Das sind in dem Fall BSH-Bauteile, Ladeckenelemente, Brettstapeldecken und Blockbollen. Seit 2006 haben wir angefangen abzubinden. Die Maschinen sind auch ins Alter gekommen. Und jetzt war es einfach Zeit, dass wir die auswechseln mit neueren Aggregate drinnen. Mehrere, und das halt einfach schneller geht auch. Ja. Wirklich ist auch neu auf den Markt gekommen. Hat da mal gefragt, ob wir probieren können mit den Werkzeugen. Und dann sind wir drauf gekommen, dass es einfach ja, leistungsstark ist. Und wenn wir irgendwas Neues gebraucht haben oder so, war der Ink sehr kompetent und hat uns da sehr weitergeholfen. Durch das, dass er in Steinfeld auch schon vertreten ist und zusammen die Zufriedenheit gegeben ist mit den Werkzeugen, haben wir uns auch entschieden, von Nördli ein Angebot machen zu lassen. Und das hat uns für die Preis-Leistung relativ gut getaugt. Die Firma Doyle Holzindustrie ist eine Firma mit einem sehr hohen Anspruch auf das Werkzeug und auch auf die Qualität am Werkstück. Wir haben versucht, die Werkzeuge gemeinsam auszulegen, die diesen Anspruch gerecht werden. Wir gehen schrittweise gemeinsame Bearbeitungsmaterien, die sie haben, auf dem Werkstück, gehen wir durch und dann lege ich die Fräser fest, welcher Fräser für welche Bearbeitung der richtige ist. Und es geht auch um genauso das, welche Wechselplätze habe ich in der Maschine, weil die zwei neuen K2-Industriemaschinen sind alle beide mit einem Robotaggregat ausgestattet. Und da ist man immer beschränkt mit Werkzeuglänge, Werkzeugdurchmesser und Wechselplätze, wo gebe ich die Werkzeuge hin. Was wir momentan ein Alleinstellungsmerkmal haben, ist beim Robotaggregat der Kerfenfräser, den wir drinnen haben. Der hat einen Durchmesser von 400, hat eine Schnittbreite von 50 mm. Er ist gewichtsoptimiert, sprich, er ist ausgefräst wie so eine Art Wagenrad, damit das Werkzeug geringer an Gewicht wird, damit man höhere Drehzahlen und höhere Vorschübe fahren kann. Und man kann genauso Ausplattungen oder Abplattungen fräsen, ohne dass sich die Späne drinnen sammeln und es zu Brandspuren kommt. Bei der Firma Doyle haben wir auch noch den Castor Bohrfräser mit Stahlkrone im Einsatz. Das ist ein Aluminiumfräser, der einen Durchmesser von 61 mm hat, eine Schnittlänge von 210 mm mit auswechselbarer oder tauschbarer Krone unten. Die ist aus Stahl ausgeführt, weil es einfach viel robuster ist als wie eine Alukrone. Speziell bei CLT-Herstellern oder bei Fertighausherstellern, die Buchendübel oder Buchen verarbeiten. Also die Firma Oertli beschäftigt sich seit 2019 extrem mit dem Holzbau. Wir haben seither sehr viele Werkzeuge neu entwickelt. Da haben wir noch sehr viele Werkzeuge, die TPC-Werkzeuge, das heißt Timber Performance Cutting Werkzeuge entwickelt, die wir auch standardisiert haben, um den Kunden so rasch als möglich eine Lösung zu bieten. Ja, das ist eigentlich ganz unkompliziert. Wenn man irgendeine Frage hat oder ein Werkzeug zu bestellen hat, dann braucht man allein umrufen. Und dann funktioniert das reibungslos. Er leitet das alles in die Wege. Das ist wirklich eine gute Zusammenarbeit. Weil es nur die Qualität zählt bei uns da.